Und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir widmen uns in diesem Video einer einfachen Frage, nämlich: Was sind Sachen? Einer vermeintlich einfachen Frage, wie wir gleich sehen werden. Wir merken uns zunächst einmal: Sachen sind körperliche Gegenstände. Also die Sache braucht, um eine Sache zu sein, einen Körper. Und dieser Körper bringt eine wichtige Eigenschaft mit sich, nämlich durch den Körper wird die Sache abgrenzbar. Und um das zu verdeutlichen, gebe ich Ihnen ein paar Beispiele. Was ist denn zum Beispiel mit Wärme und was ist mit Schallwellen, sind das Sachen? Und die Antwort lautet nein, da sie das Gegenteil sind von abgrenzbar. Sie haben keinen Körper, sie sind nicht abgrenzbar, kein Körper, sind damit keine körperlichen Gegenstände, sind damit keine Sachen. Was ist mit Flüssigkeiten? Fragezeichen. Was ist mit Gasen? Fragezeichen. Sind das Sachen? Antwort: Sachen, wenn ein Behältnis da ist. Wenn ein Behältnis da ist. Also ein Eimer Wasser ist eine Sache. Wasser ist keine Sache. Gas in einem Behältnis ist eine Sache, aber das Gas allein ist keine Sache, da nicht abgrenzbar. Also das Behältnis gibt dem Ganzen die Grenze und bildet gewissermaßen einen Körper um die Flüssigkeit oder um das Gas herum und macht dann diese Einheit aus Flüssigkeit und Behältnis oder aus Gas und Behältnis zu einer Sache. Alles Gute, Marius Ebert.